Wir haben tatsächlich jetzt in Österreich auch wieder große Zeiten der Bedrohung erlebt, gerade auch durch den verhinderten Selbstmordanschlag. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, die Messenger-Dienstüberwachung tatsächlich umzusetzen. Die Menschen, glaube ich, haben kein Verständnis dafür, dass wir das nicht parlamentarisch jetzt zustande gebracht haben, die Polizei auch nicht. Wir möchten auf Augenhöhe gegen Terroristen, organisierte Kriminalität kämpfen. Und das wird den Sicherheitsbehörden und in Wahrheit auch der Justiz verweigert. Und ich halte das für einen schweren Fehler. Es gibt von uns einen Vorschlag im Parlament, der auch, das auch immer wieder das Thema war von Seiten der Grünen, noch einmal gemessen an der Verfassungsmäßigkeit vorgelegt worden ist jetzt. Und aus meiner Sicht ist es einfach umzusetzen und zu beschließen, nämlich, und deswegen die Frage, warum ihr nicht diesen Schritt mit uns geht, es ist immer unter richterlicher Kontrolle. Es ist eine Einzelfallsituation. Und wir müssen doch endlich gemeinsam die Polizeibehörden, auch die Heeresnachrichtendienste, wenn man Spionage bekämpfen will, gerade auch von Seiten der Russischen Föderation, in die Lage versetzen, hier effizient vorzugehen.